Moin Leute, heute nehme ich euch mit auf einen Flug von Hamburg nach Malaga in Südspanien. Ihr könnt mir beim Fliegen des A320 über die Schulter schauen, ich erkläre euch, wie wir im Cockpit arbeiten und was es zu beachten gibt, wenn man einen Flughafen zum ersten Mal anfliegt. Viel Spaß! Wir beginnen unsere Reise frühmorgens um kurz nach 6 am Flughafen Hamburg mit dem Pushback aus der Position 07 Bravo. Unser Airbus A320 ist voll besetzt mit 180 Passagieren an Bord. Zum Start werden wir 71,5 Tonnen schwer sein und die Flugzeit nach Malaga beträgt knapp über 3 Stunden. Ich bin auf diesem Flug Pilot Flying, das bedeutet, ich steuere das Flugzeug am Boden und in der Luft, während mein Kollege, der Kapitän auf dem linken Sitz im Cockpit, als Pilot Monitoring für den Funk verantwortlich ist. Während des Pushbacks starten wir die beiden Triebwerke, fahren dann die Klappen für den Start auf Position 3 und machen den Flight Control Check. Dabei testen wir alle Steuerflächen vor dem Start einmal komplett durch. Normalerweise machen wir den Check erst während des Rollens zur Startbahn. Der Rollweg hier in Hamburg ist von dieser Position aus aber so kurz, dass wir das Ganze ein bisschen vorgezogen haben und die Zeit nutzen, während unter uns am Bugfahrwerk noch das Pushback-Fahrzeug abgekoppelt wird und der Flieger zum Rollen vorbereitet wird. Sobald das alles erledigt ist, bekommen wir von der Rampagentin das Freizeichen, lesen dann die After-Start-Checklist und damit sind wir jetzt fertig zum Rollen. Unsere Freigabe durch den Bodenlotsen in Hamburg lautet Condor 8 Whiskey Kilo Taxi Zulu 1 Blue to Checkpoint Mike. Falls ihr euch jetzt wundert, was denn bitte Zulu 1 Blue sein soll, ihr seht das da vielleicht schon, wir rollen hier auf einer blauen und nicht wie sonst auf einer gelben Linie. Die gelbe Linie, die gibt es hier aber auch, die ist jetzt links von der blauen Linie. Und links von der gelben Linie ist dann nochmal eine orangene Linie. Das gibt es an einigen Flughäfen und ermöglicht Flugzeugen mit maximal 36 Metern Spannweite, dass sie aneinander vorbeirollen können und so niemand auf den anderen warten muss. Deswegen konnte dieser Lufthansa A321 eben auch ganz entspannt links an uns vorbeirollen, während wir noch mit dem Pushback beschäftigt waren. Und so stehen wir dann jetzt am Holding Point der Startbahn 33 und der Tower Lotse arbeitet die Flugzeuge hier jetzt einfach Stück für Stück ab. Wir lesen die Taxi-Checklist, bekommen dann die Line-Up-Clearance und lesen dann direkt die Line-Up-Checklist. Das ist die letzte Checkliste vor dem Start. Ich rolle jetzt relativ langsam auf die Startbahn auf, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt direkt nach dem Lufthansa A321 die Startfreigabe bekommen. So ist es dann auch, also setze ich die Schubhebel erst auf 50%, bringe den Flieger dann gerade auf die Startbahn, dann kurz 70% und dann Hebel nach vorne auf den vorher berechneten Startschub und dann können wir direkt aus der Drehung heraus unseren Startlauf beginnen. Abgehoben sind wir, wie vom Towerlotsen angekündigt, mit leichtem Wind von hinten links. In 300 Metern über dem Boden nehmen wir dann die Triebwerksleistung von Startschub auf Steigschub zurück. Die Nase des Flugzeuges wird etwas abgesenkt und dadurch beschleunigen wir dann und können die Klappen von Stufe 3 auf Stufe 1 einfahren. Kurz nach dem Start fliegen wir auf dieser Abflugroute dann eine Linkskurve und auf dem Primary Flight Display direkt vor mir kann man jetzt was ziemlich Spannendes erkennen und zwar diese Kurve darf man mit maximal 210 Knoten fliegen. Die hat also eine Höchstgeschwindigkeit. 210 Knoten können wir jetzt aber noch nicht clean fliegen. Wir brauchen hierfür die Klappenstufe 1. Gleichzeitig sind wir aber auch schon oberhalb der sogenannten S-Speed, also die Geschwindigkeit, die wir mit ausgefahrenen Slats mit den Vorflügeln fliegen können. Die Klappen, die jetzt noch an der Tragflächenrückseite ausgefahren sind, die verursachen eigentlich nur noch unnötigen Widerstand, also fliege ich die Maschine jetzt vorsichtig an diese 210 Knoten ran und wenn wir die dann erreichen, dann werden automatisch vom Flugzeug selbst nur die Klappen an der Tragflächenrückseite eingefahren, die Vorflügel bleiben allerdings draußen. Und so können wir den Steigflug dann noch etwas optimieren. Ist die Kurve dann fertig, dann darf man auch schneller fliegen, können beschleunigen auf 250 Knoten und wir können die Klappen vollständig einfahren. Und dann geht's über die Wolken auf in Richtung Spanien. You're
habe es vorhin am Anfang schon ganz kurz gesagt, Malaga ist für mich ein neuer Flughafen. Da Condor die Stadt in Südspanien noch nicht so lange im Programm hat, bin ich dort bis jetzt tatsächlich noch nicht angeflogen. Aus Pilotensicht bedeutet das, eine gute Vorbereitung ist hier nochmal wichtiger als an jedem anderen Flughafen, vor allem weil Malaga ein paar Besonderheiten hat. Ich habe mich also schon vor dem Flug mit allen Anflugkarten und mit allen wichtigen Infos vertraut gemacht und gehe dann, wie vor jedem Anflug, im Briefing mit dem Kollegen nochmal alles Wichtige durch. Wir werden heute auf der Landebahn 1-2 landen, Ausrichtung also in 120 Grad in südöstliche Richtung. Der Anflug führt uns dann von Norden kommend über die Berge. Das ist zwar bei schönem Wetter wie heute ganz hervorragend zu sehen, trotzdem gibt es entlang des gesamten Anfluges zahlreiche Mindesthöhen, an denen wir uns dann Stück für Stück runterhangeln. Dabei fällt dann vor allem eine Stelle auf den Karten auf, das ist eine von den Besonderheiten, die ich eben meinte. Das ist das Teilstück zwischen dem Punkt Omsas und dem Final Approach Point, wo der letztendliche Endanflug beginnt, der 7,5 Meilen vor der Landebahn liegt. Bei Omsas müssen wir noch 4800 Fuß hoch sein. 7,5 Meilen vor der Landebahn sind es 2500 Fuß. Das heißt, wir müssen in diesem Bereich 2300 Fuß, sprich 700 Meter Höhe abbauen. Zwischen den Punkten liegen 8 nautische Meilen. Das sind knapp 15 Kilometer, was viel klingt, dauert mit den knapp 500 Kilometern pro Stunde, die wir zu dem Zeitpunkt normalerweise aber noch drauf haben, nur etwa 1 Minute und 45 Sekunden, dann hat man das weggefrühstückt. Wir müssten hier also 400 Meter pro Minute abbauen. Das mit dem Wissen, dass wir kurz danach ja bereits im Endanflug sind und langsamer werden müssen, das wird nicht klappen. Wie wir das Problem dann lösen, zeige ich euch gleich. Vom Punkt Nepur arbeiten wir uns jetzt also Stück für Stück runter. Und ich ziehe das Verlangsamen des Flugzeuges jetzt schon mal ein bisschen vor. Das ist die Problemlösung. Ich reduziere also jetzt schon mal die Geschwindigkeit auf 180 Knoten. Wir fahren die Landeklappen auf Stufe 1. Dann auf Stufe 2 und kurz vor dem Punkt Omsas bringe ich mit den Modes Thrust Idle, Open Descent die Triebwerke in den Leerlauf und es geht runter auf 2500 Fuß, so wie wir das eben besprochen haben. Die Sinkrate, die wir jetzt mit Klappenstufe 2 erreichen können, ist zwar ähnlich wie die Sinkrate, die wir mit 250 Knoten ohne Klappen hätten. Mit Hilfe der 180 Knoten brauchen wir für die 15 Kilometer, die wir da zurücklegen müssen zwischen den zwei Punkten, jetzt aber über 2,5 Minuten. Und das verschafft uns die nötige Zeit, um die 700 Meter abzubauen. Eine letzte Linkskurve gibt es da noch, die bringt uns auf den Endanflug und dann passt es auch tatsächlich ganz genau mit den 2500 Fuß beim Final Approach Point. Wir sind jetzt also direkt established auf dem Instrumentenlandesystem für die Runway 1-2. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den leichten Rückenwind von irgendwo zwischen 5 und 10 Knoten einkalkulieren, der das Flugzeug über Grund etwas schneller macht. Ich schalte dann die automatische Schubkontrolle und den Autopiloten ab. Das Fahrwerk wird ausgefahren, Klappenstufe 3 und Klappenstufe 4 kommen hinterher und damit sind wir jetzt ready für die Landung. Wir lesen noch die Landing Checklist und den Rest seht ihr ja selbst. Above 300 minimum 200 100 50 40 30 20 retard 5. Zum Abrollen nehmen wir dann hier von der Runway 1-2 den zweiten Highspeed-Exit. Das ist die zweite Ausfahrt nach rechts. Das ist hier vorgegeben und der Lotse gibt uns dann die Rollfreigabe zur Parkposition. Auf dem Weg dahin wird bereits die Hilfsturbine gestartet, also die APU, die Auxiliary Power Unit, die uns dann die Möglichkeit gibt, 3 Minuten nach dem Aufsetzen ein Triebwerk beim Rollen abzuschalten. Das spart nochmal etwas Treibstoff. Und dann nur noch einparken und unser Flug nach Malaga ist geschafft. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen, auch wenn es heute ein paar Zahlen zum Mitrechnen gab. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, vielen Dank fürs Mitfliegen und bis zum nächsten Mal.